Und von der Blume, da mache ich mir nochmal mit Baummehl später ein paar mehr. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Und dann können wir später nochmal überlegen, was wir hier hin machen. Das heißt, hier die Löcher haue ich noch einmal raus, mache da Wiese rein. Und dann lasse ich das erstmal zuwachsen. Und dann machen wir erstmal die Farm fertig. Und dann können wir uns später noch überlegen, was wir hier hin machen wollen. Ob hier so ein kleines, vielleicht Fischerhäuschen hinkommt, dass wir den Fischer hier auf die Seite machen. Ob hier vielleicht einfach so ein Bauernhofarbeiter sich ansiedelt. Ob hier so ein Arbeiterhäuschen ist, wo ein paar Arbeiter wohnen. Und die dann unten ihren kleinen eigenen Steg haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das machen wir dann aber später mal, wenn wir hier wirklich, ich sag mal, mit dem Bauernhof deutlich weiter sind. Ne? Aber so haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. So. Ups. Und so. Ich klopfe hier auch zwischendurch nochmal ein bisschen Gras rein, einfach damit sie es schneller verbreiten kann. So. Und dann haue ich hier noch alles zu. Upsi. Ach komm, hier, ne? Nehmen wir nochmal ein bisschen Gras. Oder Wiese, ne? Heutzutage muss man ja aufpassen, was man hier so sagt im Internet. Und damit hätten wir das auch schon geschafft. Ja, die Treppen fehlen hier jetzt noch. Das können wir später machen. Ach komm, ich hole mal ein paar Spruce Stairs. Und ich muss eh einmal kurz gucken, wenn ich da jetzt Spruce Stairs hole. Wie habe ich das hinten gemacht? Ich renne mal kurz, ne? Ist ja jetzt nicht. Also wir können es uns ja mal leisten gerade. Ich springe auch nicht dabei. Ist eh unnötig und kostet nur zusätzlich Essen. Ja, okay, die Treppe habe ich genau so gemacht und da steht dann immer noch eine Wand, eine Wall drauf, das ist okay. So, dann mache ich hier genau das gleiche und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Wie viele Treppen brauche ich? So viel, 6 Treppen, das sollte reichen. Ach, jetzt habe ich... So, die packe ich da mal zu, die packe ich da drauf. Slime Balls und Orange Dye. Das kommt alles später nochmal weg. Ja, und die ganze Erde und so, das packen wir gleich ins Bötchen. Und dann könnten wir es eigentlich wegbringen, ne? Und dann, glaube ich, belassen wir es damit erstmal bei den Feldern heute. Jetzt bin ich schon wieder dabei gesprungen. Dann würde ich sagen, das Scheunendach ist dann das nächste, glaube ich, was wir sinnvoll angehen könnten. Ja, guck doch mal, wie schön das ist, ne? Dann haben wir eine ganz neue Ebene geschaffen. Ich glaube, das wird... richtig, oder das können wir auch richtig, richtig schön machen. Ich glaube, das reicht auch, ne? Ich würde das auf dieser Höhe lassen, was auch immer wir hier hinbauen. Und dann können wir von dieser Höhe aus hier noch nach unten später zu so einem kleinen Steg, ne? Hier vielleicht so eine Treppe runterführen oder sowas. Oder hier seitlich, ne? Dass wir hier quasi so eine Treppe in die Klippe reinmachen und dann irgendwie hier rum. Und dann hier unten so einen kleinen Steg haben mit dem Bäumchen daneben. Das wäre doch voll cool, ne? Dass man hier so um die Kurve runter geht. Und dann kann man sich hier auch alles abends anschauen. Ah, ist das schön. So, ich gehe mal zurück zum Boot. Und dann fahren wir rüber zum Lager. Und alles, was ich jetzt auf Tasche habe... Ach, nee. Aber ich kann erstmal Folgendes machen. So, erstmal den Scheiß, den wir in der Tasche gerade noch haben. Den packe ich weg. Ups. So, dann fahre ich noch einmal bei unserem kleinen Mini-Lager vorbei und packe da auch alles ein und gehe vielleicht doch noch mal pennen, ne? Jetzt geht die Sonne doch schon wieder unten unter. Schaut euch an, wie schön das ist. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Der Sonnenuntergang über unserer Welt. Na gut, jetzt wird es aber auch schon wieder dunkel, ne? So, da vorne sind die Dingens und es regnet, die Erde wird nass. Oh, es ist doch 9:30 Uhr. Gut, ich nehme auch schon seit 2. Ich bin heute wieder um 5 Uhr aufgestanden. Was? Um 5? Ja, passiert. Ist bei mir relativ normal. Weil, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, was würde ich sagen, ja, keine Ahnung, warum ich noch so müde bin. Vielleicht hat es damit zu tun, aber eigentlich auch nicht. Ja, Leuchtturmprojekt, dafür werden wir etliches an roter Farbe und an weißer Farbe benötigen. Weiße Farbe geht. Bomben, die kriegen wir ja ganz gut, wir haben auch schon ganz viele Knochen. Rote Farbe, dafür brauchen wir Rosebushes, die haben wir, glaube ich, aber auch schon. Das heißt, ja, können wir da einen Leuchtturm hinstellen. Oder wir stellen ihn hier weg, hier hin und machen das Ding da weg. Aber ich glaube, da hinten wäre der Leuchtturm sinnvoller. Ich muss mir das mal überlegen nochmal. Gucken wir das in der Kopie mal von oben an, wie weit das wirklich alles von da weg ist und so. Und dann können wir mal zusammen nochmal im Let's Play überlegen. Und da mache ich einfach irgendwas. Mal schauen. So, aber, jetzt gehe ich erstmal... Oh, da war ein Delfin. Och, wie süß. So, die Grasblöcke nehme ich mit. Und die Kobbelblöcke und die Erde bringe ich gleich mit einem letzten Mal weg in den Keller. Wo wir ja noch ein bisschen Platz für Erde haben. So, die Nautilus-Shells und sowas. Guck mal, hier haben wir noch Ender-Pearls. Die packe ich mal runter zu den Valuables. Die Leads habe ich hier drin, die lasse ich da mal drin. Aber da habe ich noch Leder drin. Stimmt, Pflänzchen habe ich unten, ne? So, ich gehe jetzt erstmal gucken, Valuables. So, guck mal, hier in das Special-Zeug. Guck nochmal ganz kurz, genau, hier in das Special-Zeug packe ich Enderperlen rein. Da packe ich Nautilus-Shells rein. Da packe ich erstmal Slime-Balls auch mit rein. Die Dye packe ich bei Vegetation mit rein. Ich habe ja auch noch nichts für Blümchen, ne? Das heißt, ich mache hier einfach mal die Dye rein. Dann habe ich die Spruce. Doch, das ist richtig, ne? Die Spruce der. Ein bisschen Gras. Ja, das ist Gras, das ist Erde. Das ist Cobblestone. Und das ist auch nochmal Cobblestone oder Cobblestone-Varianten. Müsste ich den Mossy Cobblestone auch hier reinpacken, ne? Cobblestone Wall, Mossy Cobblestone. Sehr schön. So, Inventar ist aufgeräumt. Bisschen zu viel Kohle habe ich dabei. Wie viel haben wir hier eigentlich? Na, ja, das ist okay. So. Ach so, ein bisschen Erde, bisschen Cobblestone können wir wieder mitnehmen. Aber ich gehe erstmal die Erde holen. Das mache ich dann gleich noch. So, und ich brauche auch mal noch Ideen für den Geheimraum. Ich habe keine Ahnung, was wir da noch reinmachen sollen. Eigentlich hätten wir auch da unser Valuables Lager reinmachen können, ne? Das wird irgendwie passen zu so einem Geheimraum. Aber ich meine, wer soll uns hier auch groß Sachen klauen? Kommt ja niemand in diese Welt hier. Es sei denn, wir bringen hier mal Villager hin oder heilen hier irgendwann mal einen Zombie-Villager in der Ecke. Aber das wäre ja auch irgendwie... Na gut, könnte passieren, ne? Ach, wir brauchen noch Tuff. Ach, wir haben noch drüben super viel Tuff. Wisst ihr was, wir gehen mal... Ich gehe mal Tuff holen. Ja, das ist es doch. So, machen wir mal so. Ich gehe Tuff holen. Und dann mit dem Tuff können wir dann hier nochmal den Boden ausbessern. Ja, dann machen wir heute mal eine Folge, in der wir wirklich, ich glaube, dann fast ausschließlich bauen. Felder bauen. Ja gut, Terraform. Hauptsächlich Terraform und Felder vorbereiten und Felder anpflanzen und ein bisschen bauen und vor allen Dingen Terraform und ja, gut. Aber ist egal, ich gehe mal kurz Tuff holen. Da baut sich so langsam unsere Welt auf und da hinten unser Starterhaus mit seinem eigenen Steg. Ach, das ist immer noch so schön. Ach, meine Kraft, warum bist du nur so schön? Ist auch krass, ne? Der Hügel, wie der raussticht mit der ganzen Vegetation da drauf. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch mehr machen, aber hier wusste ich ja noch nicht ganz, was hin soll. Und dann hier ist halt auch ziemlich viel Klippe, deswegen ist da einfach weniger Vegetation. Das sieht einfach cool aus.
Müssten wir da eigentlich auch noch dann rumziehen, wenn die Hobbit-Höhle ganz fertig ist. Einfach noch mehr dahin klatschen. Oh nein, sagt mir bitte nicht, das ist die Biene von da hinten. Nicht, dass die irgendwie sich selber aussterben lassen oder sowas. Das wäre echt blöde. Habe ich da eigentlich in dem Brot noch was drin? Nee, okay. Wollte ich nur mal gerade geguckt haben. Ah nee, ich muss jetzt Taff holen gehen. Kiste ist ja leer. So, du bist auch noch nicht älter geworden hier, ne? Statuchen. Nee, die Statute ist immer noch gleich alt. Ich glaube, wir hätten es erst agen können und dann wäre es viel, viel schneller gegangen. Aber das wollte ich ja auch nicht. So, und da hinten habe ich vorhin ganz, ganz viel Taff gesehen. Den, da holte ich einfach mal die Hälfte jetzt von oder so. Ist es hier? Da ist es. Okay, so viel ist es nicht. Ich lasse mal einen Taff da drin. So, damit wir noch wissen, das ist die Taff-Kiste. Aber dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Taff, mit dem wir wieder was anstellen können. Hätte ich gar nicht das Chestboard nehmen müssen. Ne, ich habe drüben Stonecutter, dann brauche ich jetzt nicht hier schon was machen. Dann können wir das drüben machen. So, hier für braune Farbe die Cocoa Beans müssten wir eigentlich auch mal angehen. Die 14 Kohleblöcke, weißt du was, die nehme ich auch mal mit rüber. So. Das ist ja wirklich was, was wir eher drüben gebrauchen können als wir hier. Dann brauche ich jetzt das Chessboard eigentlich nicht, aber das hätte ich gerne wieder drüben. Dann stelle ich mir das doch. Ja gut, was machen wir drüben als nächstes? Sugarcane. Ach guck mal, da kommt die Treppe runter. Ach, das ist doch cool. Dann haben wir hier schön was einzeln. Hallo Bienchen, wo bist du hin? Das ist Bienchen. Der fliegt zurück zu deinem Bäumchen. Der fliegt zurück, kleines Bienchen. Der fliegt. Flieg, Bienchen, flieg. Dein Baum ist da, links. Wo willst du denn hin? Nein. Ah. Dann nicht. Aber ich muss sagen, das sieht echt cool aus, ne? So hier jetzt diese Ebene gemacht zu haben. So ein bisschen nebendran. Dann hier kommt das ganze Sugarcane noch hin. Und da hinten die restlichen Felder, die so ein bisschen flacher sind, wo man aber trotzdem noch ein bisschen was von sehen kann. Das ist schon cool. So, ich stelle das Chessboard einfach mal... wo packe ich das denn am besten hin? Ne, ich pack's wieder hin, wo es stand, weil als nächstes würde ich dann, wenn ich hier weitermache, das nächste, was ich machen würde, die Mangroven abbauen und dann entweder beim Lager noch ein bisschen weiter, also bei der Scheune oder dann direkt dazu übergehen, die Farm anzufangen, beziehungsweise oder das Silo anzufangen. Das sind alles so Sachen. So, aber damit du hier nicht wieder reinrennst, versuche ich es mal hier hinten. So, da kommt das Chessboard hin und wir laufen jetzt einfach mal rüber. Genau, beim Eingang von der Quarry wurde mir gesagt, könnte ich doch schön ein Haus hinbauen und das noch ein bisschen schöner zu verstecken. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich weiß noch nicht, in welcher Form das dann wirklich ein zues Haus sein wird. Oder vielleicht eher wie so ein Eingangsüberstand. Aber da werde ich auf jeden Fall noch was hinbauen. Aber wir haben jetzt so viel momentan, so viele Projekte, so viel hier zugange, dass ich ja gerade noch nicht ganz weiß, was ich dann jetzt wirklich als nächstes angehen werde. Genau, Vorschläge, wie gesagt, ne, könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Da gucke ich sehr, sehr gerne rein, lies mir sehr, sehr gerne eure Vorschläge, eure Kommentare durch und versucht dann auch bestmöglich darauf einzugehen. Deswegen, ne, macht es ruhig. So. Aber wir gehen jetzt erstmal hier runter in den Keller. Ich glaube, ich habe hier auch einen Stonecutter hingebaut, ne? Weil ich so deppert war, genau. So, und das waren die... Was habe ich denn... Was ist das denn hier? Polish Tough. Okay. Es ist einfach Polish Tough. Da. Polnischer Taff. Polish Taff.
Ich nehme wieder die Sektat-Spitzhacke. Und dann kloppe ich hier jetzt erstmal den Boden raus. Ist das zu dunkel für euch eigentlich? Ich weiß es gar nicht, ne? Das ist ja so schon mal deutlich heller. Ne, ich lasse die Fackel meiner linken Hand, dann seht ihr einfach jetzt mehr. Ich meine, ich mache jetzt nicht viel, ne? Ich baue ein bisschen hier den Boden ab und laber dabei immer noch weiter meinen Blödsinn vor mich hin, aber... Ach, guck mal, wie gut das aussieht. Ach, das ist doch toll. Und da könnte man hier im Boden dann natürlich auch mit den anderen TAF-Varianten arbeiten, um so ein bisschen Muster gegebenenfalls auch mal irgendwo da reinzubringen, ne? Also beispielsweise könnten wir ja unter den Kisten jetzt einen anderen TAF-Block nehmen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und da so ein bisschen Kontrast zu schaffen. Ey! Ja, das gibt dem Ganzen einen ganz anderen Vibe. Es passt, finde ich, richtig gut zusammen, auch noch mit der Decke. Ach, das ist doch super. So, warum sind hier unten eigentlich noch die Fackeln? So viele vor allen Dingen. Ich hau mal ganz kurz. Einfach. Ich muss ja gar nicht, ich habe ja hier noch, hier sind Fackeln, da sind Fackeln. So. Ach komm, ich hau jetzt einfach mal da eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Und da vorne noch eine Fackel hin. Und eine in die Mitte. So, ist nicht, jetzt eine Zweiermitte, aber ist egal. Damit wir hier einfach weitermachen können, ne?